Ich bin Florian Schlegel, ich wohne hier in Döttingen. Die Feste, die sie hier immer haben, wie zum Beispiel das Winzerfest alle Jahre, ist sehr eine schöne Sache. Das Winzerfest ist jeweils Anfang Oktober, ein Wochenende, Freitag bis Sonntag. Da läuft recht viel in Döttingen. Gehen wir mal zu einem Winzer und schauen, wie er das so macht mit dem Wein. Im Herbst nehmen wir das Traubengut im Parterre oben an, machen qualitätsmässig. Das heisst, höchstens den Zuckergehalt wegen. Der Rebbauer wird auch nach der Qualität ausgezahlt. Und dann werden die Trauben verarbeitet, die roten zu einer Maischengärung, zum Farbe extrahieren. Und der Weisswein geht direkt auf die Presse. Dann kommen die Jungwein kommen hier in den Keller runter, werden mit der Hefe versetzt und dann die alkoholische Gärung, dann die Hefe durchführen. Die ist ungefähr nach 10 Tagen abgeschlossen. Und dann, nach 2-3 Wochen später, tun wir schon den Jungwein umziehen, heisst das, in einen anderen Tank überpumpen und dann den Satz ohne rausnehmen. Die sogenannte Hefe oder Lie, da tun wir dann aus dieser Paste tun wir auch einen Schnaps destillieren. Ein Döttinger Lie machen wir daraus. Wir haben hier in diesem Fass den Lustgärtler Pinot Noir vom Jahrgang 13. Cool. Zum Wohl. Cool. Danke vielmals für die kleine Degustation. Ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in den Rebberg und schauen, wie das dort so wächst. Woher das Trauben kommt, ja. Genau. Das wäre mein Beitrag zu Val à ma Suisse. Hier in Döttingen. Es hat mir sehr gefallen, die Rebberge und den Weinkeller zu sehen. Bei der nächsten Gelegenheit wäre das 63. Winzerfest in Döttingen. Am ersten Wochenende im Oktober. Da gibt es viel zu sehen und viel zu probieren. Ein Haufen Vereinsbeizli, Weinstände und einen riesig grossen Umzug am Sonntagnachmittag. Danke vielmals. Ja, danke auch. Merci. Voilà, voilà, Suisse, ma Suisse.